4,5 Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bekommen Volkswagen-Kunden Klarheit. Der Konzern- und Verbraucherschützer habe sich nach monatelangen Verhandlungen auf einen Vergleich geeinigt. Demnach zahlt VW geschädigten Kunden insgesamt 830 Millionen Euro an Entschädigung. Etwa 260.000 Volkswagen-Kunden bekommen demnächst ein Angebot. VW will pro Kunde zwischen 1.350 und 6.257 Euro zahlen, je nach Fahrzeug. Der Verbraucherzentrale Bundesverband zeigte sich damit heute zufrieden. Das Angebot des Konzerns sei nicht großzügig, aber in Ordnung. Dass wir kein Liebespärchen geworden sind, hat man in den letzten Tagen gemerkt. Es bleibt ein großer Dieselbetrug und Skandal. Wir sind trotzdem froh, dass dieses Angebot jetzt auf dem Tisch liegt und tatsächlich Entschädigungen auch fließen. Volkswagen hat das jahrelang verweigert. Der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Millionen Dieselwagen war 2015 ans Licht gekommen. Seit dem vergangenen Jahr läuft am Oberlandesgericht Braunschweig die Musterfeststellungsklage. Hunderttausende Kunden forderten Entschädigung. Das Verfahren hätte sich über Jahre hinziehen können. Die außergerichtliche Einigung gilt darum als Erfolg für alle. Volkswagen kann einen Schlussstrich ziehen. Die Kosten 830 Millionen Euro. 830 Millionen sind auch für einen Konzern wie Volkswagen eine schmerzhaft hohe Summe. Aber es ist die beste Lösung für Volkswagen und die deutsche Justiz und auch unsere Kunden. Bis Ende April können die Kunden entscheiden, ob sie das Geld annehmen oder auf eigene Faust weiterklagen. Unabhängig von diesem Ergebnis laufen an deutschen Gerichten noch immer tausende Einzelverfahren gegen VW.